Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Daniela Wallstein. Ich arbeite als Bewusstseinstrainerin und Coach hier im Chino, Zentrum für Bewusstseinsentwicklung. In diesem Interviewformat Bewusstsein lade ich mir unterschiedliche Gäste ein, um das Thema einmal näher zu beleuchten. Und wenn euch das interessiert, abonniert gerne den Kanal Chino Zentrum gleich unter dem Video, drückt den roten Button und auch die Glocke. Mit meinem heutigen Interviewgast Dr. Karin Bender-Gonsa möchte ich auch zu diesem Thema sprechen. Und wenn euch das interessiert, bleibt dran und lasst euch jetzt mitnehmen. Hallo, herzlich willkommen, liebe Karin, zum heutigen Interview mit dem Thema Bewusstsein. Hallo, herzlich willkommen, dass ich heute bei dir sein darf. Und ich freue mich riesig auf unser Interview und bin gespannt, was heute daraus entsteht. Ja, schön. Liebe Karin, für die Zuschauer, die dich noch nicht kennen, bitte stell dich doch ganz kurz zum Anfang vor. Wer bist du? Was machst du? Aus welcher Richtung kommst du? Womit beschäftigst du dich? Also ich habe mal vor fast 30 Jahren Staatsexamen in Zahnmedizin gemacht. Also ich bin Zahnärztin und habe 1992 begonnen zu arbeiten. Und habe relativ schnell gemerkt, dass das, was ich an der Universität gelernt habe, nicht unbedingt in der gesamten Gänze mir hilft, meinen Anspruch, Menschen zu heilen, dient. Und ich habe relativ schnell begonnen, also 1995 habe ich angefangen, eine Ohrakupunkturausbildung zu machen, habe das dann in meine Praxis implementiert, bin mit traditionell chinesischer Medizin in Kontakt gekommen und dann kamen ganz viele andere ganzheitliche Ansätze mit dazu, sodass ich schon in der Praxis ziemlich viel Kontakt hatte zu über den Tellerrand blicken, wie man heute sagt. Ja? Und ich habe mehr oder weniger über die Jahre, ich sage es immer, also ich beschreibe immer so, dass ich Puzzleteile gesucht habe. Ich habe Puzzleteile gesucht und die habe ich immer weiter zusammengesetzt, bis ich heute sozusagen die holistische Zahngesundheitsbetrachtung für mich entwickelt habe. Also ich nenne es ganz bewusst die holistische Zahngesundheitsbetrachtung, um mich abzugrenzen von ganzheitlichen Zahnärzten, denn die machen was anderes als das, was ich heute in die Welt hinaustrage. Okay, und was ist das andere, damit wir das gleich nochmal benennen können? Was ist der Unterschied zwischen holistisch und ganzheitlich? Genau, das ganzheitliche oder die ganzheitliche Zahnheilkunde, die ja auch eine Ausbildungs- oder eine Zusatzqualifikation darstellt, die fokussiert sich hauptsächlich auf die körperliche Ebene. Also es werden dort Alternativen zu der schulmedizinischen Behandlungsweise angeboten, die aber noch ziemlich, ziemlich klar nur auf der körperlichen Ebene liegen. Ich habe aber relativ früh schon in der Praxis immer wieder gemerkt, dass viele, viele Patienten eben unterschiedlich reagieren auf die Behandlungen. Also auch wenn du alles lege artis machst, also so wie es dir vorgegeben wird, wie du es an der Universität oder in deinen Zusatzausbildungen lernst als Arzt, dass es immer Unterschiede gibt bei den Patienten. Der eine reagiert super auf die Behandlung, da funktioniert es beim nächsten nicht, beim übernächsten nur ein bisschen. Und die Frage war immer, warum funktioniert es beim einen und beim anderen eben nicht? Und auf meiner 30-jährigen Reise habe ich dann eben immer mehr Erkenntnisse bekommen in die Richtung, dass tatsächlich unterbewusste Themen hinter den Symptomen stecken. Also dass das körperliche Symptom, also die Karies, die Parodontitis, die Zahnfehlstellung, natürlich auch durch körperliche Fehlverhalten, in Anführungszeichen, also falsche Ernährung und vielleicht auch mangelhafte Zahnpflege bedingt sein können, aber dass die eigentliche Ursache viel tiefer zu finden ist und dass wir da auf Spurensuche gehen müssen. Wir kennen in der Schulmedizin inzwischen auch den Bereich der Psychosomatik, also da weiß man heute schon, dass es Zusammenhänge zwischen der Seele und dem Körper gibt. Und da in dieses Feld bin ich ganz tief eingetaucht und habe ein Analyseverfahren entwickelt, was sich die Sprache der Zähne nennt, womit man sozusagen ergründen kann, was ist denn auf geistig-seelischer Ebene hinter meinem Symptom und was darf ich in mir erstmal mir bewusst machen, also an die Oberfläche holen, anschauen und dann bewusst eine Lösung anstreben. Ja, also es geht hier immer um das Bewusste, also selbstbewusst. Nur wenn ich es erkenne, kann ich ja auch selber und selbst bestimmt entscheiden, was
zur Lösung herbeigezogen oder herangezogen wird. Und das ist heute meine Perspektive. Also schau dir alle drei Ebenen an, auf Körper, Geist und Seelenebene, und werde auf diese Art und Weise ja zahngesund oder bleibe zahngesund. Schön. Da hast du natürlich schon gleich unseren Begriff für das heutige Interview genannt, das Thema Bewusstsein. Jetzt frage ich dich, du hast es schon angedeutet, was konkret ist für dich Bewusstsein und Bewusstseinsentwicklung? Also für mich ist Bewusstsein eben genau das, was ich eigentlich eben schon umschrieben habe. Also ich muss mir bewusst sein, wer ich bin und was ich bin. Also solange ich dieses Selbstbewusstsein nicht habe, bin ich angewiesen auf Informationen aus dem Außen. Also ich suche immer die Lösungen bei Experten oder in einer Therapie oder einer Expertise. Das heißt, ich mache mich sofort in dem Moment, wo ich sage, ich suche die Lösung im Außen beim Experten, zum Opfer. Ja, im übertragenen Sinne. Also im Opfer in dem Sinne, dass ich sage, ich weiß es nicht, ich kann es nicht, mein Körper kann das nicht. Also ich schalte ganz viele Programme auch auf körperlicher Ebene aus in dem Moment, wo ich sage, ja, keine Ahnung. Oder das ist über mich gekommen, ich kann dafür nichts. Ja. In dem Moment schalte ich sozusagen die Möglichkeit aus, dass mein Körper regeneriert. Ja? Also wir haben diese Programme, unser Körper ist ein geniales Gefährt. Das Problem ist nur, dass wir in der modernen Lebensweise ganz viele Schalter ausschalten, die eigentlich funktionieren könnten, wenn wir bestimmte Dinge bewusst verändern würden. Und da ist die Bewusstseinsentwicklung letztendlich der Weg zu sich selber. Also ich kann nur bewusst werden, wenn ich erstmal zu mir gucke und schaue, was ist in mir sozusagen aus der Balance geraten oder wo bin ich außer mir? Also ne, wenn ich mich aufrege, ne, kennt jeder auch den Spruch, ich bin außer mir vor Wut. Ja? Also in dem Moment sind wir einfach nicht mehr mit uns verbunden, mit unserem Kern, auch mit unserem Herzen, der Herz-Hirn-Kohärenz. All das haben auch schon Wissenschaftler nachgewiesen, dass das wichtig ist, damit bestimmte Prozesse im Körper funktionieren. Also ihr seht, es geht wirklich, der Weg führt nur über uns selber. Und wenn wir selbstbewusst sind, dann können wir selbstbestimmt Dienstleister kontaktieren oder Dienstleistungen in Auftrag geben, um den Lösungsweg zu beginnen. Also das ist ein Unterschied, ob ich sage, ich weiß nicht, ich kann nicht, ich brauche den Arzt, der das für mich macht, oder ich brauche jemanden, der das für mich löst, den Heiler, den Ernährungsexperten oder was auch immer. Das ist anders, als wenn du sagst, okay, ich schaue, was will in mir sozusagen wieder gerade gerückt werden und ich erkenne, was es ist, und dann beauftrage ich sozusagen den Zahnarzt zum Beispiel zur Reparatur, weil ich das nicht kann, ich habe die Instrumente nicht, also beauftrage ich ihn, aber das ist eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Energie auch für mein System, wenn ich das bewusst entscheide und wenn ich mir auch vorbehalte zu sagen, diese Behandlung, die fühlt sich für mich gut an, da gehe ich mit Ihnen, und bei der anderen, beim anderen Therapievorschlag, das fühlt sich für mich noch nicht so gut an. Geben Sie mir einfach noch mal ein bisschen Zeit. Das möchte ich vielleicht recherchieren oder noch mal was anderes ausprobieren. Das hat eine andere Dynamik, als zu sagen, ja, da war ich beim Zahnarzt und der hat es gemacht und ich konnte ja nichts dagegen tun. Also das macht letztlich auch wieder etwas auf der körperlichen Ebene mit unserem System, sodass bestimmte Regeneration und Reparaturprozesse auf der körperlichen Ebene funktionieren können. Jetzt möchte ich dich gerne mal fragen, die ganzen Informationen, die du zusammengetragen hast, deine Puzzleteilchen sozusagen, die hast du ja wahrscheinlich aufgrund deiner eigenen Erfahrungen und auch auf der Erfahrungsebene der Patienten sammeln können. Wie viele Jahre hast du denn praktisch, warst du denn tätig und wie ist dein Weg denn dort vorangeschritten? Also hast du dann immer Versuch und Irrtum gehabt oder wie bist du da drauf gekommen, wie die Zusammenhänge selbst sind? Gab es da Bücher oder bist du zu Weiterbildungen gegangen? Also
Ich habe, wie gesagt, 92 Examen gemacht und ich muss sagen, ich bin schon zu Hause in meinem Elternhaus geschult worden, weil mein Vater Schulmediziner, also Zahnarzt war und meine Mutter Heilpraktikerin. Also ich bin zu Hause schon in Kontakt gekommen mit beiden Seiten. Also es gibt mehr als das, was die Schulmedizin sagt. Man darf auch ruhig mal andere Dinge probieren und der heilt, hat recht. Also damit bin ich groß geworden. Und da habe ich auch als Kind Erfahrungen sammeln dürfen. Ja, wenn meine Mutter mir pflanzliche Heilmittel oder Globuli gegeben hat und ich dann feststellte, wow, ne, die Erkältung geht weg und ich brauche nicht immer das starke Medikament, das war schon eine Erfahrung. Und dann habe ich die schulmedizinische Ausbildung gemacht, also ich habe studiert und bin in den Kosmos der Wissenschaftlichkeit eingedrungen. Und da war für mich ganz klar, nur das, was wissenschaftlich belegt ist, was evidenzbasiert ist, das ist richtig. Und alles andere ist Scharlatanerie. Also damit bin ich dann auch in Kontakt gekommen, dass ich mal so auch die andere Ebene kennengelernt habe und gespürt habe, okay, das ist interessant, ich kannte es von zu Hause anders und jetzt tauche ich in dieses Feld ein und habe das auch ein Stück weit übernommen. Also ich war dann wirklich der Überzeugung, wir Ärzte, wir wissen alles richtig und alles andere, naja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also das war aber wichtig für mich, um auch wieder den Weg zurückzufinden, ne? Zu merken, okay, da habe ich jetzt diesen Glaubenssatz entwickelt, dass ich mit Wissenschaftlichkeit alleine den universell richtigen Weg einschlage. Und dann habe ich in der Praxis gemerkt, okay, ich behandle Patienten nach einem bestimmten Schema. Wir haben ja Leitlinien auch, die wir vorgegeben bekommen als Ärzte. Und dann hat mich einfach gewundert, okay, beim einen Patienten funktioniert es super, beim anderen nicht. Und es war nicht unbedingt immer der Patient, der schlecht die Zähne putzt oder eine schlechte Ernährung hat, sondern es waren häufig sogar gerade die Patienten, die besonders viel getan haben, die besonders aufmerksam waren mit der Zahnpflege, die sehr häufig zur Zahnreinigung kamen, die auch sich immer gefragt haben, was kann ich mit der Ernährung verbessern? Und dann fing das bei mir an zu wackeln so ein bisschen, dass ich dachte, also ist ja komisch. Irgendwie fühlt sich das für mich viel richtiger an, was diese Patienten machen, aber bei denen heilt das nicht so gut. Und das waren einfach so kleine Erkenntnisse, aber da habe ich noch nicht so weit geguckt. Und dann kam zum Beispiel eine Patientin mit 3 Kindern, die war Hebamme und die hat mir gesagt, so meine Kinder kriegen bei der Behandlung keine Betäubung. Und ich so, was für eine schlechte Mutter, die will nicht, dass ihre Kinder schmerzfrei behandelt werden. Und dann sagte sie, nein, ich mache das, ich begleite das. Und ich merkte, wie ich als Schulmedizinerin schon innerlich dachte, was macht denn die für ein Voodoo-Kram? Ja, also mal gucken die. Und habe insgeheim die Kinder echt schon bemitleidet. Und ich musste lernen, dass diese Frau, die hat den Kindern eine Atemtechnik sozusagen, die hat während der Behandlung die angeleitet zu atmen, so wie sie wahrscheinlich ihre schwangeren Frauen bei der Geburt begleitet hat und hat dann so Sachen gesagt, atme bis in deinen großen Fußzeh hinein und ich dachte so, okay, ja. Und das hat funktioniert. Also das waren so kleine Erfahrungen, Schlüsselmomente, die mir gezeigt haben, das ist ja, das Hammer, ja, dass ein Kind schmerzfrei ein Loch gebohrt bekommen kann, ohne Betäubung zu bekommen. Das war für mich wirklich, wow, sensationell. Und dann ging das immer weiter. Dann habe ich mich mit dieser Frau unterhalten und die hat mir Dinge erzählt, die sie macht, zum Beispiel mit ihren schwangeren Frauen. Eben auch, da ging es dann um Globuli und auch Heilkräuter, ja, und ja, Brombeerblättertee und was weiß ich, dass ich den Fokus dann auf einmal auch auf Wild und Heilkräuter hatte. Und so haben mich eigentlich die Menschen, mit denen ich in Kontakt kam, immer ein Stück weitergebracht. Und dann habe ich mich darauf fokussiert, habe dazugelernt, habe Bücher gelesen, habe ausprobiert, habe selber an mir ausprobiert und wieder so ein bisschen gemerkt,
es ist eben doch, es gibt noch vieles anderes, was ich als Schulmedizinerin nicht beleuchtet habe und habe das in mein Leben mit übertragen. Habe das dann, ich bin 93 zum ersten Mal Mutter geworden, habe viele Dinge auch zum Beispiel bei meiner Tochter angewendet und dann bei den 3 folgenden Kindern habe ich auch viele Dinge gelernt durch Learning by Doing, ja. Auch Ernährung, also dann wurde eine Tochter wurde glutenintolerant. Vorher wusste ich gar nicht, dass Gluten irgendwas mit unserer Darmgesundheit zu tun hat. Also viele Dinge sind in meinem Leben zu mir gekommen und ich durfte sie kennenlernen, um sie dann in das Big Picture einzubauen, der holistischen Zahngesundheitsbetrachtung. Dann habe ich viele, viele Krankheiten gehabt in meinem Leben, auch schwere Krankheiten und habe einen langen Weg sozusagen mich auch schulmedizinisch von den Kollegen, die es eben auf dem Gebiet besser wussten als ich, behandeln lassen. Aber gemerkt, dass es nie aufhört. Ich habe immer wieder neue Diagnosen bekommen, völlig abgefahrene Sachen, wo ich dann dachte, so wie kann das mir passieren? Und dann kam aber wirklich als Krönung 2014 eine Diagnose, die hat es dann so in sich, dass ich wirklich wusste, okay, das kann dazu führen, dass ich tatsächlich den Löffel abgebe. Also das war so eine richtige Angstdiagnose. Und in dem Moment habe ich gemerkt, okay, ich muss tiefer graben. Also, und es war einfach da. Also es war wie so ein Geistesblitz, so kümmere dich mal darum, Entspannungstechniken anzuwenden, deine Angst runterzufahren, mal ruhiger zu werden, nicht in der Panik zu sein, sondern zu entspannen und schau mal, was es da gibt und wie das auf dich wirkt. Da habe ich die Meditation kennengelernt, die aus meiner heutigen Sicht eine so große Kraft hat, ja, um Regenerationsprozesse in Gang zu setzen. Dann habe ich mich um Ernährung gekümmert, um Entgiftung, um Schwermetallbelastung, alles Themen, die ich als Schulmedizinerin nicht so betrachtet habe. Heute kriegen die Studenten das schon erzählt, aber damals war das noch nicht so ein Thema. Und so habe ich über mein eigenes Krankwerden und Gesundwerden eben auch wieder viele Dinge kennenlernen dürfen. Und dann kamen eben auch die Themen von ja, emotionalen, ja, seelischen Blockaden, Traumata, die man mal erfahren hat, die vielleicht nicht geheilt wurden, gelöst wurden und die Zusammenhänge zwischen Meridianen und Zähnen und Organen, aber auch den Meridianen und Emotionen. Also, und da kam ich dann auf den Weg der Psychodontie, also was hat die Psyche mit den Zähnen zu tun? Ein ganz toller Vorreiter, Dr. Edelmann, hat darüber auch ein Buch geschrieben. Und das hat mich dann auch wieder tiefer in die Materie gebracht, sodass ich da nochmal eingetaucht bin in die Quantenphysik, Quantenmedizin. Dieter Breuers, den du ja auch schon interviewt hast, hat mich dann eben auch nochmal auf einen ganz neuen Pfad gebracht. Ja, und so sind die Sachen einfach zu mir gekommen und ich habe sie einfach zusammengesetzt. Ja, also im wahrsten Sinne, wenn ich das so höre, es ist ähnlich wie bei mir, gesammelt so ein, überall Puzzleteilchen, um ja, nach Bewusstsein zu gelangen. Karin, jetzt weiß ich, du hast auch während dieser Zeit jetzt 3 Bücher geschrieben und bist beim 4. dabei. Vielleicht kannst du ganz kurz mal nennen, worum geht es denn in diesen Büchern? Weil die Zuschauer, die uns jetzt folgen, die können natürlich recherchieren. Du hast viele Videos auch im Netz, du schreibst auch einen Blog. Viele Informationen sind online, die dort zur Verfügung stehen. Also wir können in diesem Interviewformat natürlich nicht alles hier reinpacken. Wir versuchen einfach mal so einen groben Faden zu spinnen, so einen roten Faden am Thema Bewusstsein entlang. Karin, sag doch mal was zu deinen Büchern. Ja. Wie geht's da und was kann man da herausnehmen? Also die Bücher sind eigentlich so aufgebaut, dass ich die Menschen abhole, die noch gar keine Idee haben von holistischer Zahngesundheitsbetrachtung. Also das erste Buch, was ich geschrieben habe, nimmt den Zuschauer oder den Leser auf die körperliche Ebene und vor allem zu dem Hauptthema, wenn es um Zahngesundheit geht, Ernährung. Ja, also wir wissen alle, dass Ernährung irgendwas mit der Zahngesundheit zu tun hat. Nur aus meiner heutigen Sicht ist es extrem unvollständig, was wir hören über die gesunde oder zahngesunde Ernährung. Da geht es im Grunde immer nur Zucker weg. Okay, aber es fängt ja schon an, was ist denn überhaupt Zucker? Ja? Also was ist Zucker und wo ist überall Zucker drin? Das wissen die wenigsten. Und Zucker
hat viele Namen und ich habe in diesem Buch, also das war das erste Buch, Naschen erlaubt heißt das, wo ich ganz viel über zahngesunde Ernährung vermittle, auch sage, welche Vitamine und Spurenelemente wir wirklich brauchen, um Zahnmaterial aufzubauen. Das wird nämlich auch selten kommuniziert. Und dann habe ich aber ein Kapitel, das heißt Der Wolf im Schafspelz, da geht es um die vielen Namen von Zucker. Also ich habe mal nur 30 aufgelistet, da gibt es noch viel, viel mehr. Aber ein Konsument, der jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte Zucker weglassen, damit meine Zähne gesund werden, der guckt vielleicht, okay, ich lasse den weißen Zucker weg. Und wenn er schon ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen bewusster geworden ist, dann sagt er, okay, ich lasse den raffinierten Zucker weg und gehe vielleicht zum braunen Zucker oder ich gehe zum Kokosblütenzucker. Aber letztendlich ist das für die Bakterien, die aus Zucker Säure machen, alles Zucker. Diese Bakterien unterscheiden nicht, ja? Und man muss wirklich auf die molekulare Ebene gehen. Und die Industrie hat darauf reagiert, hat gemerkt, okay, die Leute werden ein bisschen bewusster, also machen wir es ein bisschen schwieriger zu identifizieren, wo ist überhaupt Zucker drin. Und dann werden dann neue Namen gefunden, die für den Konsumenten fast nicht identifizierbar sind als Zucker. Zum Beispiel sowas wie Süßmolkepulver ist Zucker, Weizendextrin ist Zucker, Gerstenmalz ist Zucker. Ja, also. Und das habe ich mal aufgeschrieben, damit man überhaupt mal bewusst werden kann, dass man die richtige Wahl trifft, schon allein bei der Ernährung. Und wie gesagt, also da steht ganz viel darüber auch, was ist Karies, wie entsteht Karies und auch eine alternative Karies-Theorie, die auch so nicht kommuniziert wird. All das steht drin und ganz viele Rezepte für alle, die anfangen wollen, ihre Ernährung umzustellen. Und auf dem Weg geht es immer darum, Zucker loszulassen und da gibt es ein 10-Punkte-Programm, wie kann ich das umstellen, also um jeden an die Hand zu nehmen. Ja. Das ist das erste Buch. Schön. Da steht auch schon ein bisschen was über Zahnpflege auch drin, warum, also ich entwickle ja auch Zahnpflegeprodukte, basisch natürliche und wie die wirken. Aber genauer beschreibe ich das im zweiten Buch, das heißt ganzheitlich gesunde Zähne. Das gibt es inzwischen als E-Book in der dritten Auflage und das wird demnächst auch gedruckt. Da hat es nämlich dann nochmal 100 Seiten mehr. Das ist noch die alte Ausgabe, aber da ist auch schon ziemlich viel drin für den, sag mal, den Erstkontakt mit der holistischen Zahngesundheit. Da gehe ich dann schon auf Körper, Geist und Seelenebene ein. Was kann ich machen auf der körperlichen Ebene? Also zum Beispiel auch, welche Wildkräuter wirken auf welche Zähne? Nicht nur von den Nährstoffen, sondern auch energetisch, habe ich ausgetestet, kinesiologisch. Dann habe ich verschiedene Rezepte für Smoothies, Wildkräuter-Smoothies für die einzelnen Zähne. Also habe ich ein Problem mit dem und dem Zahn, schaue ich nach, welcher Smoothie ist für den Schneidezahn rechts oben zum Beispiel. Ja? Dann habe ich, also für mich ist wichtig, dass es praktisch ist, weil ich bin Mama von 4 Kindern, ich habe nie Zeit gehabt, irgendwas neu zu erlernen. Und ich habe immer gesagt, ich will, dass meine Patienten oder meine Kunden eben es so einfach wie möglich gemacht bekommen. Und dann geht es eben auch weiter auf die anderen Ebenen. So, was ist denn eigentlich die geistige Ebene? Und wie kann ich die beeinflussen? Was sind Glaubenssätze? Auch Hirnwellenfrequenzen. Was haben die mit Zahngesundheit zu tun? Also es ist ganz spannend. Wie kann ich das wieder in Gleichklang bringen? Über Meditation steht einiges. Aber auch zum Beispiel habe ich Ohrakupunkturpunkte hier drin, wo jeder selber die massieren kann für jeden einzelnen Zahn genau abgebildet. Wo befinden sich die Punkte? Dann habe ich Yoga entwickelt für gesunde Zähne. 12 Positionen aus dem Yin-Yoga. Damit kann man zum Beispiel auch den Energiefluss in den Meridianen aktivieren, die ja die Zähne versorgen. Und darüber kann ich die energetische Versorgung der Zähne unterstützen. Dann habe ich über Chakren und Zähne geschrieben. Die gehören nämlich auch zusammen. Und dann geht es über Zahnpulverrezepte, Mundspülungsrezepte, Antischmerzgel. Alles auf natürlicher Basis. Also für mich ist wichtig auch nicht toxisch, alles natürlich und essbar. Und dann geht es eben auch noch darum, was ist denn eigentlich Karies, Parodontitis, Wurzelentzündung, was bedeutet es holistisch aus der Sprache der Zähne betrachtet, was sind Zahnfehlstellungen, müssen die sein, sind die normal oder ja, sind die durch unser Leben, durch unseren Lebenswandel bedingt, was kann man dagegen tun?
und bis hin zu Themen wie Elektrosmog, Einfluss auf unsere Zahngesundheit und so weiter. Das ist in dem Buch drin. Also ich muss sagen, unglaublich. Also die ganzen Zahnärzte sollten sich also deine Bücher kaufen und erstmal nachschlagen. Und machen die inzwischen auch. Es gibt immer mehr Zahnärzte. Es ist wirklich interessant. Die werden immer aufmerksamer auf meine Arbeit, auch vor allem auf die Entwicklung von diesen basischen Zahnpflegeprodukten, die die teilweise in der Praxis inzwischen schon anwenden, was ich großartig finde. Also da bin ich so dankbar für. Und das dritte Buch ist Die Sprache der Zähne. Das ist momentan nur als E-Book verfügbar auf meiner Website, aber es wird gerade gedruckt und ich hoffe, dass es vor Weihnachten da ist als gedrucktes Buch. Und dieses Buch führt jetzt den Patienten, der sagt, ich möchte auf die geistig-seelische Ebene. Ich möchte mich erkennen hinter dem Symptom. Also was sagt das Symptom über mich oder wohin lässt mich das Symptom blicken? Jedes einzelne Symptom, egal wo es ist, sagt dir etwas. Weil es ist die Sprache deines Unterbewusstseins mit der Oberfläche. Also in deinem Unterbewusstsein registriert dein Gesamtwesen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und 95% spielen sich sowieso auf der unterbewussten Ebene, aber nur 5% auf der bewussten Ebene. Das heißt, ganz viel ist da unten. Ich vergleiche das immer mit einem Eisberg. Die Spitze ist die körperliche Ebene bei uns. Und alles, was unter der Wasseroberfläche ist, was viel größer ist, ist die geistig-seelische Ebene. Das Fundament sozusagen. Und unsere Symptome sind nicht gegen uns, die wollen uns auch nicht ärgern, sondern die wollen uns eigentlich nur helfen, tiefer zu blicken. Und das machen die, die rütteln uns auf und sagen, jetzt guck hin. Deshalb machen sie es auch schmerzhaft und was die Zähne betrifft, in der Regel auch hässlich. Also wenn du in den Spiegel guckst und das ist dann nicht sehr schön, dann willst du das ja natürlich weghaben, gehst zum Zahnarzt und sagst, mach weg. Aber eigentlich steckt dahinter, du guckst jeden Tag in den Spiegel, guck doch mal tiefer. Ja? Und da geht es dann wirklich darum zu erkennen, was steckt da drunter. Dann hast du die Möglichkeit, bewusst das Fundament zu stabilisieren. Jeder Architekt macht das. Wenn er ein altes Haus saniert, guckt er erstmal, wie sieht es im Fundament aus. Wenn da Spannungsrisse sind, wird das repariert und erst dann wird oben neu saniert, verputzt oder sonst was. Und genau das machen wir mit der Sprache der Zähne. Kann jeder Patient selber lernen. Das ist wie eine neue Sprache lernen. Also da gebe ich die Anleitung in dem Buch. Und aber gleichzeitig auch Hinweise, mit welchen Möglichkeiten, mit welchen Therapieansätzen kann ich denn die Dinge, die ich da unten finde, auch heilen. Also welche Dienstleister kann ich denn beauftragen, damit genau diese Themen geheilt werden. Also da bist du sozusagen als Patient der Lenker des Systems. Du entscheidest, welchen Dienstleister du jetzt beauftragst als nächstes. Ja, Karin, kann ich mir das so vorstellen, dass das auch nach alphabetischer Reihenfolge aufgelistet ist? Und wenn ich suche, was bedeutet jetzt Karies und was bedeutet Parodontitis, dass ich danach weiß, aha, du hast das so betitelt und dann kann ich auf Seelenebene mal gucken, welches Trauma, welche Blockade habe ich da? Also, pass auf. Das ist das, was alle sich wünschen. Sag mir doch mal, was heißt die Karies an dem Zahn für mich? Und bitteschön in einem Satz. Ja, genau. Das ist die alte Denkweise. Also ich tausche im Grunde dann nur aus, ich gehe nicht zum Zahnarzt und sage, mach das weg, sondern ich gehe dann zu mir zum Beispiel oder ich hole mir das Buch und denke, also ich will möglichst schnell in einem Register sehen, da ist mein Thema. Und dann möchte ich ganz schnell die Antwort haben, dass es ganz schnell weg ist. Das System will es anders. Das System will, dass du dir endlich mal Zeit für dich nimmst. Also, es ist wirklich so, es ist eine Sprache. Und ich führe dich in dem Buch erstmal in das Erlernen der Sprache. Du lernst die Buchstaben, du lernst das Alphabet, du lernst die Grammatik. So, das lernst du und dann kommen Erfahrungsberichte. Also da beschreibe ich Klienten, die hatten die und die und die Symptome und beschreibe sozusagen, was durch das Erkennen der dahinterliegenden Symptome sich verändert hat.
Und dann gebe ich natürlich nochmal Hinweise, so, ne, was bedeutet Karies auf der Ebene. Aber es ist wirklich, du musst dich damit beschäftigen. Und du kannst auch nicht dieses Buch holen und durchblättern und hinten vielleicht zwei Seiten lesen, sondern das solltest du wirklich durchlesen, von vorne bis hinten, weil sonst lernst du die Sprache nicht richtig. Es ist unvollständig. Also stell dir das vor, wie wenn du jetzt eine Sprache lernst, fährst in Urlaub, willst eine Sprache lernen und lernst sie nur halbherzig. Und die Kommunikation ist dann fehlerhaft. Und wenn eine Kommunikation fehlerhaft ist, gibt es Missverständnisse, die dann dazu führen, dass man vielleicht nicht die richtigen Schritte einleitet. Also das Gleiche ist, wenn du die Sprache der Zähne nur so mal überfliegst und sagst, na, ich mach mal ganz schnell, dann könnte es sein, dass du es eben doch nicht detailliert und genau auf den Punkt herausfindest und dann vielleicht doch wieder einen Umweg, eine Schleife ziehst und nicht direkt auf die Zielgerade kommst. Okay, gut. Das heißt, ich brauche natürlich sehr viel Zeit, um das ja, in meinem normalen Alltag zu studieren oder zu erfahren, mich zu beobachten, zu reflektieren oder was? Nein. Hast du schon Feedbacks von Menschen, die das machen und die sagen, okay, ich habe jetzt ein Buch und ich habe vorher keinen Plan, wie das hier läuft und mir gehen jetzt die Lichter auf und ich weiß jetzt, woran es liegt. Es geht ganz schnell. Also das Buch, also ich habe lange Zeit Beratungen auch geführt, die kann ich momentan nicht mehr, weil es einfach zu viel geworden ist. Ich mache jetzt Gruppenseminare und Veranstaltungen, dass wir in der Gruppe die Themen angehen. Es ist wirklich so, ich habe über Jahre jetzt, über bestimmt 3 Jahre intensiv Beratungen gegeben und konnte auch gucken, was verändert sich. Und auch einige Geschichten stecken in dem Buch mit drin. Es ist wirklich interessant und das Buch ist wirklich so, man liest es relativ schnell. Viele haben mir gesagt, du, ich habe gar nicht aufhören können. Ich habe das an einem Tag durchgelesen. Und das hat 270 Seiten. Aber du liest es, weil du willst immer weiter und du tauchst rein. Also es sind die Berichte, die ich bekomme, weil du eben merkst, boah, das hat was mit mir zu tun. Und oh ja, und da erkenne ich. Und jetzt will ich aber noch mehr. Und das und das und das und das. Und das führt dich eigentlich rein, dass du so neugierig bist und dich schon beim Lesen mehr oder weniger erkennst und weißt, ah, stimmt, eigentlich hätte ich ja selbst drauf kommen können. War so offensichtlich, aber ich wollte es mir nicht eingestehen. Und ja, das ist ein schmerzvolles Thema, was ich immer weggedrängt habe. Ich arbeite so gerne an meiner Bewusstseinsentwicklung, an den Ecken, die ja so leicht sind. Aber die, die wirklich wichtig für uns sind, das sind die Schmerzthemen. Ja. Das macht auch niemand für uns. Dann müssen wir einfach mal in die Tiefe und müssen mal wirklich und öffnen dafür. Ja. Und das passiert mit dem Buch. Karin, jetzt ist natürlich der Schritt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, wir haben jetzt ganz kompakt auf den Punkt gebracht, ne, die Zuschauer hätten 3 Möglichkeiten an Büchern, um es zu begleiten, in der Zahngesundheit sich mit dem Thema Bewusstsein auseinanderzusetzen. Parallel hat man ja so, ich muss mal zum Zahnarzt, zur Kontrolle oder da ist was abgebrochen oder ich habe ein Loch oder was auch immer. Es muss ja irgendwas repariert werden. Und jetzt bin ich gerade in diesem zweigleisigen Prozess. Mein Zahnarzt macht das vielleicht so, wie er das bisher gelernt hat und ich bin jetzt auf dem Weg der Bewusstwerdung und schon habe ich da, wie jetzt, was jetzt? Also wie gehst du denn um oder was hast du für Tipps und Empfehlungen für die Zuschauer, die nicht in ihrer Umgebung einen holistisch arbeitenden Zahnarzt haben oder jemanden haben, der sagt, haben Sie schon das Buch gelesen? Wir müssen jetzt so und so vorgehen. Also ich stelle mir das ein bisschen herausfordernd vor, also in der Schulmedizin und mit dem Bewusstsein, was ich jetzt entwickle. Genau. Also du hast ja viel mit Bewusstseinsentwicklung zu tun und du wirst selber wissen, dass der Weg das Ziel ist. Also es geht nicht von heute auf morgen, sondern es ist wirklich so, wie ich auch eben erzählt habe, mein Weg, der über 30 Jahre ging, das war wirklich, jede einzelne Erfahrung war wichtig auf dem Weg. Und manchmal denkt man, oh, ich hätte das besser machen können. Aber retrospektiv ist es immer wichtig, dass man die Erfahrung nochmal mitnimmt. Manchmal muss man auch nochmal eine Schleife ziehen. Das ist wichtig, damit man sich dessen noch bewusster wird. Also es ist nie falsch. Also das ist erstmal der erste Punkt. Auf dem Weg zum bewussten Werden gibt es kein richtig oder falsch oder ein Entweder oder. Es gibt nur, alles
ist wichtig für meinen Prozess. Das ist der Erkenntnisgewinn. Und es gibt nur ein sowohl als auch. Und das haben die Neurowissenschaftler auch schon entdeckt. Das nennt sich Neuroplastizität und hat auch was mit der Herz-Hirn-Kohärenz zu tun. Also das brauchen wir, dass in unserem Präfrontallappen auch bestimmte Verschaltungen stattfinden, brauchen wir diesen Erkenntnisgewinn. Und manche, ja, machen eben auf dem Gebiet nochmal eine Erfahrung, vielleicht, dass sie beim Zahnarzt waren und eine Therapie haben durchführen lassen, die sie heute vielleicht nicht mehr machen würden. Ja, aber was ist daran schlimm? Du hast daraus gelernt und beim nächsten Mal machst du es anders. Mhm. Und es ist tatsächlich so, aus meiner Erfahrung ist es so, du musst leider den Weg über die körperliche Ebene machen. Also die Hausaufgaben, die Basishausaufgabe bei allem, auch bei dem Bewusstseinsprozess ist, dass du dein Fahrzeug erstmal reinigst. Also solange dein Fahrzeug verdreckt ist, vermüllt ist, mit dem falschen Benzin betankt wird, kannst du nicht erwarten, dass es dich an den richtigen Ort transportiert. Vergiss es. Also es ist wirklich so, das Holistische bedeutet immer, diene dir selber, blick auf dich selber, sei liebevoll im Umgang mit dir, gib dir die Zeit, die du brauchst. Ist leider so. Also es ist meine Erfahrung. Du kannst nicht Dinge überspringen. Und dabei merkst du, also wenn du die körperliche Ebene reinigst, entgiftest, säuberst, gut nährst, dann wird dein Bewusstsein auch größer. Dann ist es so, als würden Dinge einfach zu dir fliegen und du würdest aufmerksam werden auf bestimmte Themen. Und dann ist auch der Zeitpunkt, sie reinzunehmen. Ja, weil sonst, wenn du einen Schritt überspringst und gleich zur Sprache der Zähne gehst, kann es sein, dass du das liest und sagst, funktioniert ja gar nicht. Ja, oder es kann auch sein, dass Angst gleichzeitig hochkommt, ne? Wenn ich dann lese und sage, aber ich habe doch jetzt schon unterschrieben und jetzt kommt der Therapieplan und was mache ich denn jetzt? Ich bin in einem Zwiespalt. Was empfiehlst du denn für diese Menschen, die jetzt sagen wir mal, genau davor stehen und sich jetzt anfangen, damit zu beschäftigen? Fang an, dich zu beschäftigen. Das ist der erste Schritt und es ist ein Schritt nach dem anderen. Und es gibt, wie gesagt, kein richtig oder falsch. Und was ich auch immer wieder beobachte, ist, dass die Menschen denken, das ist eben auch dieses alte Denken, ich will das weghaben. Also ich will mein Symptom weghaben. Aber das Symptom ist ja eigentlich mein Navigationssystem. Also wenn ich mich erstmal dem Symptom hinwende, liebevoll, und eine ganz andere Energie dafür entwickle, weil das Symptom bin ja ich. Das ist ja nicht irgendjemand Fremder, der über mich kommt. In dem Moment entdecke ich, das hat was mit mir zu tun. Ja? Also nicht wegschieben. Und eben viele denken oft, holistisch bedeutet, ich muss nie wieder zum Zahnarzt. Weil das ist ja auch ein Schmerzthema. Ich will das eigentlich nicht. Oder kostet auch Geld, will ich umgehen. Ich würde am liebsten haben, dass die Karin mir den Zauberstab gibt. Und dann regeneriert sich alles von selber. Und ich kann dir sagen, das kann sicherlich in die Richtung irgendwann mal gehen, aber da stehen wir noch nicht. Wir leben in einer Umwelt, die für uns toxisch ist, also nicht nur auf materieller Ebene, sondern auch auf physischer Ebene. Also Stress ist toxisch, macht unseren Körper sauer. Also all diese Themen sind wichtig, dass wir dessen bewusst werden. Ja, was mache ich in meinem Leben, was gegen mich wirkt? Also das ist ja eine Erkenntnis, die ich erstmal brauche. Und es geht nicht darum, ach, ich will jetzt eine neue Methode, die nennt sich jetzt holistische Zahngesundheitsbetrachtung, die es wegzaubert, weil in dem Moment gibst du es wieder aus der Hand. Es geht zu dir. Also bewusst werden, selber, wer bin ich, was kann ich, welches Potenzial steckt in mir? Und dann sind wirklich kleine Wunder möglich. Ja. Das kann ich sagen, aber nicht, indem wir es überspringen. Ja, ich wollte dich jetzt eigentlich schon fragen, abschließend, welche Tipps und Botschaften hast du? Doch du, so viel Informationen, so viel Wissen, was du jetzt hier preist. Möchtest du vielleicht zusammenfassend dennoch etwas kurz und knackig auf den Punkt für die Zuschauer jetzt anbringen, was dir wichtig ist? Also das Allerwichtigste ist die Erkenntnis, dass das Symptom nie gegen dich ist. Ja, also das Symptom, das bist du selber. Du wirst dich im Symptom auch erkennen und du kannst dann eine Form von Dankbarkeit entwickeln, dass es da war, weil es hat dich auf diesen Weg gebracht. Und wenn du Dankbarkeit entwickelst, passiert was in deinem Herzen. Es entsteht die sogenannte Herzkohärenz und viele Wissenschaftler, auch Neurowissenschaftler, sagen, dass das Allerwichtigste ist,
um unseren Körper in die Lage zu versetzen, überhaupt Heilung zu initiieren. Also die Biophotonen werden in Kohärenz gebracht, aber es werden auch der Parasympathikus aktiviert, der die Grundlage von Heilung auf physischer Ebene ist. Also viele, viele Dinge kannst du darüber regeln. Und jetzt überleg mal, wie oft du in Angst bist oder in Wut gegen deine Zähne oder du willst diese Zahnstellung weghaben. Dabei sagt die Zahnstellung dir was über dich selber. Also schau sie dir erstmal an, bevor du sie vielleicht regulieren lässt. Oder vielleicht, das gebe ich nur mal so als Vorausschau, verändert sich ja deine Zahnstellung von ganz alleine, wenn du bestimmte Themen in der Basis wieder harmonisierst. Das gibt es nämlich auch und das steht auch im Buch. Ja, super. Liebe Karin, sag doch bitte nochmal, auf welcher Webseite, wo kann man dich finden und Informationen nachlesen, damit die Zuschauer jetzt eine Anlaufstelle haben? Also meine Webseite heißt so, wie ich heiße, die heißt drkarinbendergonser.com. Da findest du alle Informationen über die Zahnpflege, die ich propagiere, über Nahrungsergänzungsmittel, die die körperliche Ebene unterstützen, aber auch über die ganzen, ja, der Blog ist da und dann habe ich einen YouTube-Kanal, also ich habe einen Podcast. Ich habe so viele Dinge, die findest du alle auf meiner Webseite, aber auch natürlich meine Kurse, Seminare und Bücher. Ja, herzlichen Dank, liebe Karin, für dieses wunderbare Gespräch, für diese vielen Eindrücke. Wir sind jetzt nicht in die Tiefe gegangen, aber das ergibt sich ja natürlich aus diesem holistischen Ansatz, was es gar nicht braucht. Die Zuschauer haben, denke ich, viele Impulse bekommen. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir alles Gute und eine wunderbare Zeit. Bitte bleib gesund. Ja, vielen Dank auch euch, die ihr so lange ausgehalten habt. Ja, vielleicht sehen wir uns demnächst mal wieder und bis dahin alles Gute. Tschüss. Tschüss. Wenn euch das Interview gefallen hat, inspiriert hat, dann liked gern dieses und abonniert unbedingt den Kanal Chinozentrum. Gleich unter dem Video drückt den roten Button und auch die Glocke, denn dann seid ihr beim nächsten Interview zum Thema Bewusstsein in jedem Fall informiert. Und bis dahin eine wunderbare Zeit und alles Liebe euch. Tschüss.